Am 1. Februar 1959 kam im Uralgebirge unter mysteriösen Umständen eine Gruppe von jungen Leuten ums Leben. Seither ist der Fundort der Leichen bekannt als der Djatlov-Pass. Die zwei Forscher und Autoren Andreas Laue und Werner Betz haben das Mysterium jetzt gelüftet. Djatlov, Aufklärung einer unglaublichen Begebenheit. Jetzt im gut sortierten Buchhandel.